Das ist ein wichtiger humanitärer Beitrag. Wir haben diese Woche ein Thema auf die Tagesordnung gesetzt des Hessischen Landtags in der Aktuellen Stunde, das uns besonders wichtig ist. Es geht um Geflüchtete aus Afghanistan. Vor einem Jahr sind viele Menschen vor Gewalt und Terror aus Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban geflohen und sind nach Hessen gekommen. Jetzt gilt es für uns darum, deren Familienangehörige zu helfen. Über 1000 Menschen aus Afghanistan wollen wir die Möglichkeit geben, hier nach Hessen zu kommen und hier gut aufgehoben, betreut und integriert zu werden. Das freut uns sehr, dass uns das gelungen ist in unserer Umsetzung des Koalitionsvertrags. Wir sind darauf sehr stolz. Das ist ein wichtiger humanitärer Beitrag für die Aufnahme von Flüchtlingen.